damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Skyrim. Ja, es gab leider ein paar Tage Pause. Lag daran, dass es hier so ein paar Sachen gab, die gemacht werden mussten und ich nicht dazu kam, neue Aufnahmen zu machen. So im Zusammenhang mit Corona und so ein Krams. Ja, von daher gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also eigentlich weiß ich ja, wie es weitergeht. Wobei jetzt hier mit den ganzen Neuerungen schon was anderes, muss man sagen. Mit den neuen Sachen, die es hier so gibt, finde ich gut. So, ist der Sack. Da wir alles gebrauchen können und stärker werden müssen, nehme ich auch einfach alles mit und versuche halt mehr oder weniger so kriminell wie möglich zu sein. Kann man das sagen? Möchte ich ja eigentlich nicht, aber ich habe gar nicht so die Wahl, ehrlich gesagt. Ja. Nö. Passt schon. Du, 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 du. Hatte ich hier schon reingeguckt? Ich glaube nicht, ne? Na, Karotten. So schön, dass ich einfach hier alles mitnehmen kann, was ich so möchte. Ach, und schon wieder diese Musik und alles. Also ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt dieses Jahr auf Starfield. Definitiv, das werden wir auch gleich zocken, so wie es rauskommt. Aber ich bin noch mehr gespannt, wenn denn mal ein neues Elder Scrolls kommt. Zum einen auf die Story. Gespannt, was und wie dann die Story so sein wird. Es wird ja wahrscheinlich die Starfield Engine dann irgendwann mal haben. Wahrscheinlich auch eine aufgebauten Version, weil es ja noch zig Jahre dauern wird, bis da mal irgendwann ein Teil kommt. Aber da freue ich mich auch schon drauf, weil Elder Scrolls ist einfach genial. Diese ganze Welt um Elder Scrolls. Wobei man das schon gesagt hat, dass jetzt Starfield auch zu so in diese Richtung ausgebaut werden soll, ne? Das ist das große Universum. Natürlich dann auch die Frage, ob das dann so klappt. Ankommen. Das war da. Ankommen wird es wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Okay. Schaden genommen, ne? Ich bin weit genug weg. Yes! Ja, sehr geil. Ich nehme erstmal alles an mich. Dass wir hier gerade standen, weil mit unseren Pfeilen, ich hätte nicht erwartet, dass wir so viel Schaden haben. Aber interessant, dass die Pferde auf das, die Drachen losgerannt sind. Ist er denn wirklich tot? Ich wurde es mein ganzes Leben lang, habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Tja. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ist er denn wirklich tot? Ja. Möge euer Weg warte, ich will es verkaufen. Werf deinen Blick darauf. Ich will, dass du meine Sachen kaufst. Das ist klar, dass die Leute hinrennen, ne? Alle total neugierig. So ein Eisendolch, der kann weg. Eigentlich irgendwo. Ach ja, stimmt, das ist ja gestohlen, deswegen kann ich sie benutzen. So, das kam weg. Und das Steuerschwert auch. Okay.
Bekleidung. Eisenplattenhelm. Puh, schon echt cool, ne? Aber wir haben momentan das hier. Weil wir gar keinen Helm haben, ne? Ach, der sieht schon cool aus. Ich glaube, das muss auch durch ein Addon neu sein, ne? Eisenplatte? Oder gab es das vorher schon? Ist das schon? Man muss halt wirklich sagen, es ist echt mega, mega lange her, ne? Dass wir es damals gespielt haben. Ei verkaufen. So, silberne Amethystring. Ne, den behalten wir. Den können wir nicht verzaubern. Damit wir dann was anderes bekommen. Frostbissgift. Weg. Essen. Was wiegt denn viel? Karpfen wiegt viel. Bringt auch nicht so viel Geld. Lachs auch. Das können wir lieber behalten und dann halt selber verzehren. Ja, denke ich auch. Zutaten ist egal. Sonstiges. Hier, der Eimer kann weg. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu... Ja, ja, sicher, sicher. Ich kann mich auf jeden Fall schon mal bewegen, das ist gut. Dann essen wir jetzt auch was. So. Naja, so richtig viel ist es nicht gebracht. Komm, wir essen noch mal ein bisschen mehr. Ja, schon deutlich besser. Dann verreise ich mit dir jetzt. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Okay. Ich möchte zurück nach Weißlauf, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Mach ich. Besseres Wetter gibt es. Ah, für 20 geht das. Also, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Geld wir haben, ehrlich gesagt. Oh, wir haben bald ein Level Up. Na, dann machen wir das. Dann versuchen wir mal ein bisschen mit Verzauberung. Hm. Haben schon wieder Hunger. Genau, versuchen wir ein bisschen Verzauberung. Ein bisschen Alchemie. Dass wir nochmal aufleveln. Dann können wir ja wieder mehr tragen und sowas. Und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht... Ach, sind vielleicht die Kuhnpflanzen da drin auch wieder nachgewachsen, genau. Dass wir vielleicht dann doch mal es irgendwie hinkriegen, das Haus zu kaufen. Ich würde gerne meine ganzen Bücher einlagern. Ja, das ist so... Die immer mit sich rumschleppen... Ist halt so auf Dauer ein bisschen belastend. Fühlt ihr euch krank? Nein. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Wer sagt das? Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Ich arbeite was? Für Frisch von den Bauernhöfen geliefert, Nasim. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alles, ne? Ja, ja. Das habe ich mir ja schon gedacht. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einige Mach ich. Im Lager. So, Ausdauer wiederherstellen. Das ist schon mal was, was ich gebrauchen kann. So. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leid. Sagt Bescheid, wenn ihr mein Buch braucht. Einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt.
Stärkungsmittel, Salben und Bilder und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Na, ich will das verkaufen. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Ich, möchte aber gerade nicht. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. So ein bisschen. Eigentlich möchte ich dir was verkaufen. So, ich habe erstmal das hier. Und die bringen viel Geld, ne? Ich brauche das Geld. Das ist egal. ...3000 haben wir schon. Ich glaube... ...5000... ...brauchen wir. Ah, hat nicht genug Geld. Nee, dann verkaufe ich das nicht. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr... Nein, ich gehe schon. Dann gehen wir hier zu dem anderen Händler. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Nein, ich bin kerngesund. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach. Alles steht. Jetzt habe ich eben hier das halbe Inventar umgeruppt. Gucken, haben wir denn noch irgendwas? Nee. Das sind 2 Schadenspunkte mehr, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, warte mal. Jetzt will ich erstmal gucken, wie es mit dem Rucksack ist. Wie benutze ich den Rucksack? Muss ich dann, lege ich irgendwas ab oder was? Was ist damit? Achso, nee. Wow, das ist ja cool. Ist das dann nur einer, den ich... 75 Punkte mehr. Ja, also ich kann nur einen ausrüsten. Okay, dann kann ich ja einen verkaufen. Ich würde euch sogar ein... Ja. Für manche ist es Ramsch. Für mich... sind es Schätze. Das glaube ich dir sofort. So. Essen, es bringt zu wenig. Zutaten bringt auch zu wenig. Hier. Drachenknochen. Ah, das ist gut. Das ist ein Update. Das dann auch noch. Wir können genug Drachen noch töten. Von daher keine Panik. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte. Das freut mich. Das macht mich so glücklich, dass er sich darum kümmert. Warte mal, kann ich hier reinkochen? Nee, aber ich glaube, ich kann in der Gaststätte kochen, oder? Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich muss jetzt eh irgendwo nächtigen. Ja? Kommt da rein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch an. Benutzen Bratspieß. Hier, gegrillte Hähnchenbrust. Ja, da. Seitdem wir Salz haben, können wir eigentlich so ziemlich alles kochen. Okay, schade, dass ich das nicht, anders herstellen kann, dass ich sagen kann, hier alles herstellen. Wollt ihr was zu trinken? Seid ihr sicher? Oh nein, sie haben mich gefunden. Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter 4 Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Ja, so nett gebeten werden. Achso, warte mal. Oh. Das darf ich alles nehmen. Ja, ganz ehrlich, ihr solltet ein bisschen mehr darauf achten, was die Leute mitnehmen dürfen. Kein Schlimmes wie die Geheimaffäre des Kampfgeborenen. Kein Langweiliges wie das des Ladenbesitzers, der seine Schwester hasst.
Mr. Sharas Geheimnis ist zu gut, als dass man es glauben könnte. M'Shara hat ihre Tage nicht immer so verbracht als Katze, die vorgibt, ein Hund zu sein. Nein, M'Shara war eine Banditenkriegerin, ein Mitglied der blutroten Langdolche, berühmter Schurken, die von der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft den Stammesmüttern aus Elsweier und Gesetzeshütern von hier bis zu den Sommersendinseln gesucht werden. Wenn die Wachen es wüssten, würden sie diese töten. Deshalb darf M'Shara es niemals erzählen. Aber M'Sharas Zeit wird nicht mehr lang. Diese sehnt sich nach Gesellschaft. Neulich hat diese vor der Stadt gebettelt und gesehen, wie deren Wurfgenossin Zaharia durch die Tore schritt. M'Shara rief sie beim Namen, doch die Rutwadonin beachtete sie nicht. M'Shara war sich sicher, dass sie diese gehört hatte, und der Gedanke daran machte diese traurig. M'Shara will nicht als Vorleger enden. Vielleicht macht M'Shara irgendetwas Boshaftes und bringt die Wachen von Weißlauf dazu, diese anzugreifen. Dann wird diese wieder eine Kriegerin sein. Den Kerker. An die Quest kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, die haben wir dann gar nicht erst gemacht. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Was? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Die ist aber neugierig, sagt es ne? mir. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Dann vertraut ihr mir? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Okay. Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Ich krieg da schon hin. Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmeri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig würden? Diese Männer sind skrupellos, gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Nicht verkehrt.